Hallo und herzlich willkommen hier zu Star Wars Republic at War. Mit unserer doch recht starken Stellung. Betrachtet unsere Gegenwart als friedliche Besatzung. Sie dient sowohl eurem als auch unserem Schutz. Das ist eine der Kernwelten der Separatisten, die sich friedlich angeschlossen haben. Natürlich sind die zu ihrem eigenen Schutz hier. Was soll denn noch so eine blöde Aussage? Geh jetzt dorthin. Los, kommt mal ran. Aufrüstung läuft. Ich hab keine Droide kassiert, so brauch ich nicht. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz erobert. Boom, 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 boom. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz verloren. Ja, ist klar, ne? Artillerie. Wir haben einen Bauplatz verloren. Oh. Ein Feind zerstört. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Fertig zum Angriff. Wir haben einen Bauplatz verloren. Boom. Ich kann die leider nicht reparieren. Ach scheiße, ich weiß, wer die reparieren könnte. Muss meinen anderen Panzer dann. Ja. Panzer! Alles da, ja, los, ballern! Das heißt, es hier ausradieren. Boom. Alter, was ist das denn? Ist klar. Ne? Komm! Einheit zerstört! Das ist irgendwie gerade recht suboptimal gelaufen. Hi. Kann ich nicht wieder aufbauen, schade. Geschützt, danke. Sag ich mal. Ja, hier fehlt ein Geschütz. Boom. Aha. Republikanischer Rückzug, der hätte mich so locker jetzt überrennen können, Alter. Ich habe meine ganze Garnison verloren, der so, ja, nee, ich hab's geschafft. Nein, ich geh wieder. Ich geh wieder. Fahrzeug wird produziert. Das war mal, das reicht. Sir, Captain, Sir. Schildgenerator wird gebaut. Sir, Captain, Sir. Droide meldet sich. Nochmal eine Artillerie. Droide meldet sich. Wir haben ja inzwischen einigermaßen Geld. Nein, das wollte ich nicht. Wo schicken wir denn? Und wie viel, was haben wir jetzt da alles? Oh, ne, ich will mehr Panzer. Gunships, Panzer, Artillerie. Trench will ich auf jeden Fall darüber schicken. Ich wollte hier rüber schicken. Zu gucken, ob da überhaupt irgendwas Nennenswertes ist. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist speichern. Ne, da habe ich angefangen. Jetzt nicht mal eine andere Taste. Genau. Speichern. Okay. Speichern. Speichern wir nochmal. Punkt 1. Speichern. Wie gesagt, wir sind da letztens speicherschnell kaputt gegangen und das will ich nicht nochmal. So. Konstruktion abgeschlossen. Das sind... Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das ist ja im Prinzip herzlich wenig, aber da das eine Tech-5-Raumstation ist, ihr habt gesehen, was da eben war, werde ich noch ein bisschen mehr... Automatisch. Ich habe da eine Idee. Online. Versuchen wir es einfach nochmal. Produziert. Nee, nicht hier, sondern wollen wir hier. So, ja, die Dinger sind halt arschteuer. Also Schlachtschiffe, ne? Und Admiral Trench, der sollte seine eigene Flotte bekommen. Die wartet eigentlich hier. Konstruktion abgeschlossen. Versuchen wir es mal. Ja, genau, nochmal irgendwo. Ach so, hier. Wie sieht eigentlich da der Boden aus?
Schwer zu verteidigen. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ne, ich wollte ja hier jetzt rumrandalieren, aber das ist mein Rumrandalieren. Ich hock da und warte auf schön Wetter anscheinend. Eigentlich darauf, dass meine Produktion hier fertig wird, damit ich die Welt erobern kann. Und wir nach Quad können. Es gibt nämlich so eine Menge Welten, die müssen weg. Die müssen weg. Wir müssen deren Produktion. Was? Gut, die Raumstation der Stufe 3 hat's online hinbekommen. Höchst interessant. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das ist immer die gleiche Angriffsstreitkraft. Das Dämliche ist, der hat schon wieder keine. Normalerweise. Die spawnen dann hier. Ah ja, das ist auch wieder so eine Welt, ne? Die greift dann immer und immer wieder an. Gut. Hat sich erledigt. Wir haben einen Bauplatz. Betrachtet unsere Gegenwart als friedliche Besatzung. Die mögen euch. Als auch unserem Schutz. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz erobert. Fertig zum Angreifen. Die mögen euch. Aber so, wie gesagt, dass sie sowas nicht, anscheinend immer noch nicht gefixt haben. Der Gegner wurde immer, wenn überhaupt, Gratis-Truppen-Infanterie. Manometer. Ihr wisst, warum ich das mache. Mal gucken, ob die den. Weil anscheinend haben die echt wenig Fehler gefixt. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Fregatte meldet sich. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das ist mir nicht der Tauschwert. Und hier haben wir doch langsam mal. Ja, genau. Die ist doch ordentlich. Die ist ordentlich. Deshalb können wir da unten noch irgendwas Sinnvolles bauen? Eigentlich nicht. Fregatte meldet sich. Das ist immer noch einer. Geh jetzt dorthin. Ernsthaft, die sind gegangen? Wieso sind die gegangen? Wird gebaut. Es gibt einige Sachen, die ich nicht verstehe. Das gehört dazu. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Danke. Da hin, da kann ich nicht hin? Also ich muss. Powerlands-Kreuzer steht bereit. Die Powerlands werden fertig, die ersten. Und du. Ernsthaft, hier unten kann ich Minen bauen? Konstruktion abgeschlossen. Jetzt habe ich da noch keine Mine bauen. Einheit wird produziert. Lalala. Da kann ich nachher die bauen, da könnte ich nur das bauen. Konstruktion abgeschlossen. Ich will den Trench eigentlich haben. Wie kriege ich Trench darüber? Wo kommt das denn her? Gegnerische Flotte im Anflug. Katonaimoidea. Da habe ich spontan was gegen. Konstruktion abgeschlossen. So, und ihr, du fliegst schon mal dahin. Jetzt warten wir hier auf die kleinen netten Herren. Taktisches Gefecht steht bevor. Wie geht's denn so? Einheit wird produziert. Ich weiß genau, was ihr hier vorhabt, aber nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Naimudiana, boah, der sieht aber interaktiv aus. Wir haben ja inzwischen Geld, wir können schön viel Sachen investieren. Die Flotte ist ein bisschen gut gezählt. Stillstand in diesem Krieg ist nicht länger tragbar. Pardons. Eure Nachlässigkeit gibt uns Anlass zur Sorge. Lord Sidious verlangt bedeutendere Ergebnisse.
Ja, und zwar sein Imperium. Aber sowas interessiert Herr Count ja nicht. Ausrüstung abgeschlossen. Ja, Sir. Verstärkungen verfügbar. Was musst du nehmen? Deine Mutter verständigen? Geh in Stellung. Verstärkung unterwegs. Ja. Euch beide, schicke ich mal hier hin. Dorthin. Ja, Sir. Ausrüstung abgeschlossen. Oh. Verstärkung unterwegs. Wiedersehen. Weiß ich, also mir geht's gut. Ja, Sir. Wenn ihr noch ein bisschen. Bleibt mal so, weil die werden genau uns reinfliegen. Ja, Sir. Stehen bleiben! Alter! Stehen bleiben! Carrier steht bereit. Warum das tun, was dein Kommandant dir sagt? Du kannst doch auch lieber das tun, worauf du Bock hast, ne? Ihr kommt sicher nicht ohne einen Plan. Vollkommen korrekt. Ja. Bereit für das Ziel. Ja, Sir. Magnificence, Angriff. Bruder, Angriff und Schwächen. Ja. Ihr seitlich angreifen. Ja, Sir. Aufrüstung abgeschlossen. Und ihr voll rein. Ja, Sir. Carrier. Voll ins Kurzarm, kein Bock. Aber so. Das ist schon wieder die Scheiße hier! Ja, warum sollte man das dem Blue Hulk auch einfach mal so. Das ist doch möglich. Ja. Da siehst du doch, was möglich ist. Ja, Sir. Bereit. Da bist du schon wieder da. Carrier steht bereit. Was hast du gesagt? Ja, Sir. Würdet ihr bitte mal angreifen? Los, kämpft! Das wird die Laserbatterie. Die ganze steht bereit. Hier, durchbrechen, 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 durchbrechen. Ja, Sir. Mann, ey, man kann die einfach nicht so positionieren, wie man sie will. Und ihr wisst, ich spiele viele Strategiespiele. Ich weiß, wie eigentlich gute Positionierung geht. Das hier ist zum Beispiel nicht, was ich hier übertreibe. Ich hätte die eigentlich gern. Also die brechen ja zum Beispiel komplett einfach durch. Die interessiert mich alles gar nicht. So, feuern. Ballern. Die haben keine Chance, aber trotzdem kriegt irgendwie es durch ihren scheiß Spartlaser hin, halt genug Einheiten von mir zu schroten, ne? Boba, hier ein Bomber. Keine Ahnung von nix und trotzdem kriegen sie es geschafft, ey. Geschrotet. Ach so, ja, war klar, warum nicht? Hat ja nichts mehr. Warum sollte sich man sich dann noch. Ja, Grievous muss ja einiges einstecken. Ich habe das Gefühl, manche Sachen haben sie auch einfach vergessen zu ändern. Aber zum Beispiel, was ich auch lustig fand, relativ schnell kam der Hotfix für. Für die. Es gab ja eine Zeit lang, da hatten die das Problem, dass die einige Gebäude. Also das Headquarter von der Republik. Unendlich viel Leben, also nicht unendlich, aber viel zu viel Leben hatte. Und ja, so einfach viel zu stark. Also das ist das ähnliche Problem wie mit der. Da ist eine letzte. Wie mit der. In der Remake-Mod. Ähnliches Problem mit den Minen. Aber nur, dass das Leben der Einrichtung einfach viel zu hoch war. Aber da das Heilen halt prozentual ist, hat sich das Ding einfach relativ schnell gegengeheilt. Ja, eine Magnificent verloren. Aber dafür hat er halt 5 Venatoren verloren. Providence Kreuzer steht bereit. Das kann ich direkt. Einheit wird produziert. Die Republik soll von unserem Kommandanten. Naja, ich glaube, wenn der jetzt. Ich speichere jetzt nochmal. Speichern. Da beschreibe ich einfach. Ja.
Speichere. Okay. Weiterspielen. Weiterspielen. Gehe los. Versuchen wir jetzt mal Bespin. Das ist die letzte Schlacht. Gehe jetzt dorthin. Und wenn die angekommen sind, schicke ich direkt nach Dingsbum. Roger, Roger. So, hierhin. Praktisches Gefecht steht gleich bevor. Bespin wird erstmal weggebombt. Mit einer wirklich starken Flotte. Ne? Das ist das letzte Gefecht für diesen Abend. Alter, wir haben viel zu spät. Viel zu spät. Hi. Separatisten. Ja. Sehen Sie zu, dass Ihre Droiden ihre Aufgabe erfüllen. Ja, Sir. Ja. Das werden sie, das werden sie. Zerstörer steht bereit. Carrier steht bereit. Es ist zwar eine sehr große Raumstation. Ja. Gehe los. Ja, aber wir haben auch eine sehr große Flotte. Ich hab halt, wir haben halt leider immer noch keine Trials. Ja. Also ich glaube, wir werden mindestens mit 3 Venatoren zu rechnen haben. Also dementsprechend viele Jäger. Ja, Sir. Gehe jetzt dorthin. Was einfach die Tech 5 Raumstation ist. Ja, Sir. Vorrücken, vorrücken, schalalalalala. Gehe jetzt dorthin. Regatta steht bereit. Feuern. Und du auf den Schild. Ich find's interessant, dass die schon Arcs haben. Ja, gehe los. Ja, Sir. Ja, wir müssen. Gehe los. Wenn wir uns ja, beeilen, ja. Könnten wir es sogar schaffen, die, die Raumstation zu zerstören, bevor die... Ja. Oh Gott, da geht auf den Schild. Das ist auch gut. Die Schilder außer Gefecht setzen. Ja, gehe jetzt dorthin. So, komm, böllern. Schildgenerator zerstört. Ja, Sir. Ich glaube aber, die ganzen Explosionen kommen hoffentlich hauptsächlich von deren. Ja, das zum Beispiel, der erste Venator. Wie, alle mein... Gut, der Schild ist weg. Bomber, das da bombardieren. Ihr zerstört den Venator aber dringendst. Du hast noch eine Ladung, genau. Ja, guck doch mal, der Spartler hat schon wieder zugeschlagen. Oh. Ich weiß nicht, warum das im Gefecht noch so ist, aber ich finde es gut, dass die hier nicht mehr so viele Arcs spawnen. Carrier steht bereit. Ja, Roger, Roger. Ja, Sir. So, hau ihn. Los. Zerhau ihn! Ja. Du zerhaust jetzt die Raumstation! Roger, Roger. Vitali! Ja, Sir. Ja. Reifahren. Carrier steht bereit. Natürlich! Jedes Mal! Weißt du, das Ding hat... Toll, ist schon wieder ins Mirror gekommen. Es macht einen echt emotional, dieser Mist. Vor allem halt diese Bugs. Aber es ist im Standardspiel genauso. Dass da irgendwelche Fähigkeiten funktionieren, obwohl die entsprechenden Subsysteme gar nicht mehr vorhanden sind. Ich halt echt blöd. Ja, Sir. Ja, Sir. Ach, guck mal, noch ein Venator. Kann das sein, dass die Begrenzung dafür nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage. Ja. Ich meine, wir haben... weitaus mehr Einheiten als der noch. Du machst hier gar nichts mehr. Du auch nicht. Ich hatte 9 am Anfang, jetzt habe ich nur noch 2. Ist heftig. Zu heftig eigentlich. Zerstörer steht bereit. Ja. Roger, Roger.
Ach nein. Nein, 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 nein. Ochs. Ochs, Ochs. Greife das Ziel an. Schieß doch. Ja, toll. Das habe ich wieder abgebrochen. Schieß. Ja, Sir. Carrier Stimper. Hallo. Bomber. Ihr solltet einfach... Das ist doch schon wieder so... Schon wieder so ein Fixer. Ihr habt doch gesehen, ich hab den eben gesagt. Und der will auch nicht. Ja, geil. Ich krieg ja aufs Maul von nichts. Nichts und wieder nichts. Los. Das kriegst du doch hin. Du nicht. Du auch nicht. Ja, also der eine Venator kann sich gegen drei Pordenskreuzer noch so lang behaupten. Ich glaub's auch, ey. Glaub ich, hackt. Und er kriegt das Subsystem nicht kaputt. Was ist denn das? Es ist jetzt echt nicht mehr feierlich. Bugs. Ja. Bugs, meine Freunde. Mach mal Virgil. Ich krieg's kratzen. Ja, komm, hier, mach doch nicht das, was du sollst. Warum auch? Oh, Tech 5 Raumstationen sind echt schon ein Ding für sich. Wirklich wahr. Krieg's kotzen gerade einfach. Auch wenn ich inzwischen ja relativ eine stabile Wirtschaft habe. Heile Witzka, es regt einen auf hier. Ja, Portons ist so ein mächtiges Schiff. Und drei davon, auch wenn sie halt schwer angeschlagen waren, haben es nicht vernünftig gebacken bekommen, den Mist zu zerstören. Ja, Sir. Du hast doch wohl noch, genau, du hast noch deine Verteidigung. Also von der großen Flotte ist jetzt nichts mehr übrig. Ja, Sir. Ja. Die KI macht sowas, so klack, weg. Okay. Hört sich immer noch scheiße an. Ja, Sir. Nebenbei, mach mal den Zwillingsturbolaser, wenn ich noch kaputt. Zerstört die Laserbatterie. Danke. Roger, Roger. Manometer, ey. Die Folge hat schon wieder über Länge. Den Torpedowerfer außer Gefecht setzt. Wiedersehen. Alter, war das ein Krampf. Der Pordens, dem geht's wenigstens noch gut. Ja, dass ich Trench immer noch nicht einsetze, aber das ist zwar eigentlich für die Flotte bestimmt, aber da von der Flotte jetzt kaum noch was übrig ist. Läuft halt hart, ne? Deck 5 Raumstationen sind echt ein Bollwerk. Junge, 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 Junge. Naja. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen. Ciao.